Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge gab es ein bisschen Chaos hier mit Gravursteinen und allem möglichen Kram. Ich wollte euch allerdings eins noch kurz zeigen, und zwar habe ich diese Bücher hier alle mal vollständig verwendet, weil hier stand nämlich um das abschließen zu können, dass man 20 Gravurrezepte verwenden muss. Das habe ich dann einfach mal getan, ohne mir den Rest komplett durchzulesen, und habe dadurch anscheinend diese Tasche hier bekommen. Die kann ich jetzt auch nochmal verwenden. Und da kann ich jetzt 5 von öffnen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Missachtung Stufe 1. Du kannst 3 Aktivierungspunkte. Okay, also das ist alles Missachtung. Nee, das ist doch nicht alles Missachtung. Ungewöhnlichen Gravureffekt von Ätherräuber. Okay, stabilisierender Status. Superladung, das hört sich schon mal gut an. Aufladegeschwindigkeit. Minus 5% erlittener Schaden. Plus 4% Schaden am Bossen. Also den hier finde ich nicht schlecht. Ich würde sogar fast sagen, dass wir davon 5 machen. Falls das geht, falls ich das auswählen kann. Nein, ich kann es natürlich nicht auswählen, war ja wieder klar. Und bekomme natürlich auch nicht das, was ich gerne haben wollte. War ja klar. Okay. Welches Lied darf es denn sein? Die kann man dann wiederum auch verwenden. Ich kann es hier unten nicht richtig lesen. Irgendwas zum Freischalten des nächsten Ranges stand da gerade. Wir verwenden das einfach mal alles. So. So, und dann können wir jetzt erstmal mit der Hauptstory weitermachen. Hallo, gehst du mal da hoch? Was war denn das gerade? Ein wunderbarer Tag für einen Besuch. So, Trainingsraum. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Halt! Nur befugte Personen dürfen eintreten. Bei den Höllen, Dudre. Erkennst du nicht den Champion von Bokluterra? Du meinst den engen Freund des Königs? Ups, tut mir leid. Vielleicht wisst ihr es schon, dies ist die Prüfungsarena. Mächtige Krieger wie ihr treten hier im ehrenhaften Kampf gegeneinander an. Ähnliche Orte findet ihr in größeren Städten wie Luterra. Wir nennen sie Arenen. Ihr könnt allein in einer Arena antreten, um eure Stärke im Einzelkampf zu beweisen. Oder ihr stellt euch mit Verbündeten zusammen stärkeren Herausforderungen. Seid in jedem Fall darauf gefasst, gegen wahrlich mächtige Gegner anzutreten. Na toll. Aber schließlich seid ihr ja ein formidabler Ritter unserer Hoheit. Plant ihr hinauszuziehen und die Welt zu erkunden, wäre es weise, so viel Kampferfahrung wie möglich zu sammeln. Für einen Kampf könnt ihr euch in der Arena registrieren. Euer Name geht sicher als einer der größten in die Geschichte der Prüfungsarena ein. Viel Glück. Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bekommen wir hier auch XP dazu? Das ist die Prüfungsarena. Cool. Oh, Milady. Was tut ihr denn hier? Wollt ihr in die Prüfungsarena eintreten? Eigentlich nicht, aber wir müssen ja alles mal gemacht haben, ne? Bei deinem Können könntest du das sogar gewinnen. Normalerweise müsstest du dich zunächst einer Prüfung unterziehen. Doch du hast deinen Wert bereits mehr als bewiesen, also kannst du teilnehmen. Haha, aber unterschätze deine Gegner nicht. Denn das Königreich Luterra hat jede Menge fähiger Krieger. Du siehst dich gerade in der Burg um, oder? Ich würde vorschlagen, dass du zur Portalstatue gehst, die wir hier haben. Na dann, wir freuen uns schon, dich eines Tages hier kämpfen zu sehen. Okay.
Buch der Koordination. Du kannst an der Prüfungsarena teilnehmen, nachdem du das Buch der Koordination Alt-Y eingestellt hast. Wie eingestellt? Viele Ritter sind in der Prüfungsarena angetreten, um ihren Wert zu beweisen. Das ist schön. Alt-Y, wo ist denn das da? Und jetzt? Werte-Feineinstellung? Empfehlung? Keine Ahnung. Achso, ich habe insgesamt 1000 Punkte, ja. Hier unten kann ich jetzt... Kann ich da nicht einfach meine Dienste? Achso. Ich wollte gerade sagen, kann ich ja nicht einfach meine rein... Achso. Hä? Das sind aber nicht nur meine Punkte. Das ist... Hä? Ich verstehe es irgendwie nicht. Das sind doch viel mehr Punkte, als ich überhaupt habe. Okay, wir machen mal einfach... So, dass alles dabei ist. Scheint mir hier sowieso noch sehr kompliziert zu sein, irgendwie. So, Moment. Das ist erstmal das normale Feuer. Das kennen wir ja. Das kennen wir auch. Da sind natürlich jetzt auch Sachen dabei, die ich gar nicht kenne. Flammenfertigkeit. Stufe 36. Also Stufe... Die kann ich jetzt... Die kann ich aber trotzdem machen. Magieschutz, den verbraucht. Aha. Ich habe keine Ahnung von den anderen Sachen. Ich weiß es nicht. Ich benutze jetzt einfach mal die, die ich schon drin hatte. Das ist irgendwie alles ein bisschen... Too much gerade. Ich will ja nicht irgendwelche Sachen machen, mit denen ich noch nie gespielt habe, sondern ich will ja das, was ich freigeschaltet habe und womit ich schon gespielt habe, das will ich ja nutzen. Und dann dementsprechend auf meinem Level halt spielen. So, tun wir das noch rein. R und F, das sind aber normale Angriffe, glaube ich, ne? Das habe ich auf jeden Fall auch schon benutzt. So. Und... Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das schon benutzt habe. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Oh. Ups. Okay. Gut. Dann stellen wir hier noch eben ein... Gegner wird verbrannt. Das hatte ich, glaube ich, oder? Ach nee, die Kosten hatte ich runtergesetzt. Das ist ein größer Bereich. Das ist schon mal gut. Machen wir das mal. Und... Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich bei Bossen oder so, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Folgendes kann nicht gespeichert werden. Du musst alle Wertepunkte investieren. Okay. Ach so, wegen den... Ja. Okay, das verstehe ich. Bei einem Treffer besteht eine Chance von 10%, dass gelähmt wird. Weniger Kosten. Das hatte ich, glaube ich, drin. Radius des Flächenschaden, Dauer, nochmal ein Radius. Die Fertigkeit kann nur, nehmen wir mal das. So, was haben wir hier noch? Das mit dem Abklingzeit, hallo? Weniger Kosten. Ja, nehmen wir mal das. Keine Ahnung. Eine große Explosion trifft auf Gegner. Gesamtschaden. Radius des Flächenschadens ist natürlich auch immer gut.
Wechselt zu Feuer und wirft gegen zu... Oh. Okay. Ach, warte mal. Das sind 100 Punkte. Ich habe ja keine Ahnung, wie man das Ganze verteilen muss. Ich weiß es nicht. So. Es ist jetzt natürlich nicht besonders interessant, mir dabei zuzusehen, wie ich diese Punkte verteile. Aber gut, ich kann ja jetzt im Moment auch nichts anderes machen. Und dann dauert das auch noch so lange. Dann drückt man da die Hand blöd sozusagen. Und trotzdem ist es irgendwie... Aber ich glaube, ich mache auch nicht überall das Gleiche rein, sondern... Jetzt hier erstmal überall 120 rein. Dann habe ich keine Ahnung. Ich mache mal Crit noch eins rein. Beherrschung steht ja leider nicht drin. Zähigkeit mache ich mal rein. Keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung von dem ganzen Gedöns hier. Ich will einfach nur mit der Hauptquest weitermachen. Gegner wird verbrannt. Was war denn das überhaupt? Das war hier das Inferno, oder? Schwachpunkt. Da hatte ich... Ich habe keine Ahnung. Die Entstehungszeit, glaube ich, hatte ich genommen. Schaden bei stoßimmunen Gegnern. Angriffsvorbereitung wird verkürzt. Zauber... Das wäre natürlich geil. So. Gravitation, Radius des Flächenschaden, Abklingzeit und ja, Flächenschaden. Element wechselt zu Feuer. Ausgeteilter Schaden plus 30. Gesamtschaden plus 40. Ja, das hört sich besser an, keine Ahnung. Schaden bei Gegner mit Rangmutation. Machen wir wieder den Boss. Ich habe doch keine Ahnung. Nehmen wir das. Halten. Dass der gelähmt ist. Abklingzeit. Ja, nehmen wir das mal. Crit-Wahrscheinlichkeit. Länge der abgefeuerten Blitze. Ausgeteilter Schaden auf jeden Fall. Trifft Gegner. Ja, toll. Drei Zweige trifft Gegner. Treffer. Ja, nehmen wir das einfach. Ich weiß es doch nicht. Interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Fertigkeiten Distanz. Treffer werden Schockwelle hergestellt. Abklingzeit. Ausgeteilter Schaden. Wenn der Kristall sich entwickelt. Ja, das wäre natürlich geil. Ja, nehmen wir das. Und speichern. Können wir jetzt endlich speichern? Content. Boah. Ich habe doch jetzt alles gemacht. Außer V. V habe ich nicht drin. Muss ich das auch? Erwecken der Macht. Zufällige Meteor. Blitzenergie. 4000. Schlagen Gegner nieder. Tun wir das mal rein. So, habe ich jetzt endlich alles? Boah, ist das euer Ernst? So, und wehe! Da ist jetzt irgendwas gleich nicht mehr drin. Dann raste ich aus. Prüfen. Jetzt muss ich das prüfen. Diese Trophäe, bla bla bla. Okay. Können wir die andere auch noch prüfen? Ja. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Ich bin gerade so ein bisschen... Achso, da unten. Sieh dir die Trophäe der Unsterblichkeit an. Du meine Güte, schau sich einer die Trophäen an. Ja, ja, tun wir gerade. So, Unverwundbarkeit. Sprech mit dem Verwalter Lorenz. War das der hier? Ja. Beeindruckend, nicht wahr? Ein ungeschlagener Champion mit 1000 Siegen. Mondgöttin, ich bin mir sicher, dass du stark genug bist, um selbst in diese Ruhmeshalle einzugehen. Wir müssen das gar nicht machen und dafür haben wir jetzt den ganzen Scheiß hier eingestellt, oder was?
Moment. Wir können jetzt hier unten weitermachen. Aber jetzt möchte ich mal wissen, was das hier für ein Mist ist. Team Todeskampf, Todeskampf, ein Spieler. Ach, das ist wirklich ein PvP-Modus. Schade, ich dachte jetzt, das könnte man auch... Okay. Naja gut, ich bin ganz ehrlich, PvP habe ich überhaupt kein Interesse dran. Also die Prüfungsarena, von der ich schon so viel gehört habe. Also wenn wir uns das jetzt natürlich nicht angucken, hier ist noch eine andere Aufgabe. Was ist denn mit dir? Königsritterin, hallo. Ich bin es, Flynn. Ich habe einst an deiner Seite gekämpft, falls du dich noch nicht erinnern kannst. Haha, schon gut. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ja, der Name sagte mir was und das Haha jetzt irgendwie auch. Siehst du die Kinder, die dort drüben trainieren? Für sie bist du die größte Heldin aller Zeiten. Sie alle wollen so wie du sein, Königsritterin. Luterra ist ein Land der Ritter. Wenn du gerade Zeit hast, könntest du dann die Knappen ermutigen, die in der Gasse neben der Prüfungsarena trainieren. Es wäre für sie eine große Ehre. Klar, dann kommen wir hier endlich auch mal mit den Quests wieder weiter. Wie ermutige ich die denn? Moment, mit dem, ne? Da. Gut, ich stehe jetzt mit dem Rücken zu denen, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Yay, mit dir muss ich reden. Mondgöttin? Oh, bei den Göttern. Das ist die Königsritterin höchstpersönlich. Hast du wirklich Cadogan mit einem Schlag auf der Schlachtebene besiegt? Unglaublich. Ich will auch ein großartiger Ritter werden, damit ich eines Tages an deiner Seite kämpfen kann, Mondgöttin. Irgendwie niedlich. Vielen, vielen Dank. Ich werde noch viel härter arbeiten. Ich will mal so wie du werden. Ach so, da gibt's noch mehr. Ach. Sei vorsichtig, Nephir. Eines Tages werde ich ein beeindruckender Ritter werden. Oh, diesen Tag werde ich nie vergessen. Die Kinder werden sich an diesen Tag erinnern, wenn es hart auf hart kommt. Wer weiß, deine ermutigenden Worte heute könnten zu vielen großartigen Rittern in der Zukunft führen. Das ist doch schön. Was habe ich denn da jetzt bekommen? War das eine Kopfbedeckung? Nee, Adlerring. Ach so. Das sah gerade so komisch aus. Per Rechtsklick zum Abenteuer. Ach so, ja, ist ein Buch bei. Jetzt sehe ich es auch. Okay. Emote ergeben. Okay, das lernen wir natürlich auch. So, und hier haben wir nochmal... da kann ich aber wieder nichts aussuchen, oder? Drei öffnen, plus 20% durch normale... Zack. Ach nee. Ah, Moment. Da kann ich jetzt anscheinend doch aussuchen. Ach du Scheiße. Ah, wieso gibt es da so viele von? Angriffsgeschwindigkeit, Speerfeuer, falls du keine Feuerverstärkung hast. Oh Gott, was? Minus 20% erlittenen Schaden. Kann nur die Pistolenhaltung verwenden. Haltungswechsel. Letzter Sprint generiert. Oh Gott. Das sind so viele Sachen. Plus 20%. Ja, ich würde einfach sagen, wir nehmen das jetzt. Ich habe keine Ahnung davon. So. Die müssen wir auch 20 Mal jetzt wo gelernt haben. Da sieht man unten nämlich den Fortschritt. So. Komm, lerne. So, und ich bin immer noch genauso schlau wie vorher, aber egal. Wir müssen zur Mitte, beziehungsweise wir haben noch zwei andere Quests, die wir machen könnten. Setz dich doch mal auf das Pferd drauf. Mann, ich habe übrigens das weiße Pferd. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zuletzt gesagt hatte. In einem privaten Account jetzt. Welches Lied darf es denn sein? Ich finde es doch sehr, sehr schön. Die Barden sollten singen, um die Leute glücklich zu machen. Aber während der Herrschaft der Regenten konnte ich nur traurige, deprimierte Lieder singen. Jetzt ist er fort. Und seine Majestät Thirain hat Luterra einen Neuanfang ermöglicht. Könntest du in Erfahrung bringen, wie sich die anderen auf Borg Luterra fühlen? Ich möchte ein Lied singen, das zu ihrer Stimmung passt. Okay. Kein Thema. Machen wir doch. Das ist... Nee, das ist, gehört dazu. Alle haben auf diesen Tag gewartet. Jeder neue Tag fühlt sich wie ein wahr gewordener Traum an.
Bring alles her! Wenn du überschüssigen Kram hast, kannst du ihn mir verkaufen. Haha, jetzt kann ich mich auf die Arbeit konzentrieren. Dieser falsche König wurde vom wahren König ersetzt. Lang lebe Thyrain. Alle sind glücklich, einen neuen König zu haben. Ich sollte lieber ein Lied schreiben, das ihre Freude überall verbreitet. Ich hoffe, seine Majestät Thyrain wird ein guter Herrscher. Aber bestimmt. So, mit ihm müssen wir noch reden. Uff, was ist das für ein Dilemma? Es scheint wirklich so, als wäre mein Meister in dieser Bardin verliebt, oder? Das ist für dich jetzt auch offensichtlich, richtig? Er steht einfach den ganzen Tag hier und starrt sie an. Bei den Göttern. Er mag zwar mein Meister sein, aber ist das nicht eine Verletzung seiner Pflichten als Ritter? Mein Meister hat noch nie mit einer Frau geredet, aus Angst, dass sie ihm etwas tun könnte, das gegen den ritterlichen Verhaltenskodex verstößt. Es steht mir zwar nicht zu, das zu sagen, aber ich glaube, er ist ein hoffnungsloser Fall, wenn es darum geht, einer Dame den Hof zu machen. Übrigens, Königsritterin, du scheinst, was das angeht, ziemlich beliebt zu sein. Kennst du zufällig einen Weg, wie man das Herz einer Dame gewinnen kann? Können wir dabei vielleicht auf deine Hilfe zählen? Wenn das irgendwie möglich ist, dann... Meister Severus, können wir bitte endlich gehen? Oje, oje, ich habe doch gerade irgendwas bekommen. Moment. Ach so, nee, ich habe nichts bekommen. Ich bekomme das, wenn ich das abschließe. Okay. Sprich mit der Bardin. Das ist aber keine Bardin, das ist ein Gemischtwarenhändler. Wieso muss ich mit ihm reden? Grüße, wir verkaufen nur die besten handverlesenen Gegenstände. Wie bitte? Du möchtest wissen, wie man das Herz einer Dame erobert? Mal sehen, was ich da habe. Ah. Nun, die Damen mögen einen gut gekleideten, attraktiven Verehrer. Aber vergessen wir nicht, wie wichtig der Duft eines Liebhabers sein kann. Dieses Parfüm stammt aus Übersee, von einer mysteriösen Insel im Osten. Ja genau, es kommt den ganzen weiten Weg aus Anika. Man sagt, die Leute in Anika salben sich mit Duftölen, um Verehrer anzulocken. Ich bin mir sicher, dass ein kleiner Tupfer davon reicht, um das Herz jeder Dame zu erobern, die dieses Parfüm riecht. Oder was meinst du? Bei so Wundermitteln bin ich mir nicht so sicher. Kaufe den empfohlenen Gegenstand. Da muss ich jetzt aber wieder komplett woanders hin? Wieso muss ich denn woanders hin? Ach nee, Moment, das Lied der Rückkehr. Ah, ich habe falsch geguckt, ich habe falsch geguckt. Nein. Moment. Was soll ich jetzt? Das war hier dieses Parfüm, ne? Kaufen wir. So, rechts. Was ist das hier? Gedichtband. Wird beim. Ja, bringt mir das denn irgendwas? Keine Ahnung. Erwachen Chaos-Fragment. Es zerstört augenblicklich. Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe jetzt mal einfach nur das Parfüm. Ach so, Moment. Ich kann ja auch noch den Schritt verkaufen. Ja, sehr schön. Dann habe ich zumindest jetzt keine Überschüsse. So. Ah. Königsritterin, was führt dich hierher? Ich war gerade in der Gegend und beschloss, hier eine kleine Pause zu machen. Genau. Ich weiß, warum du hier bist. Hör auf zu zögern und sprich mit ihr. Genau. Ah, ja. Diese schöne Mädchen Dilly. Ich kann an deinem Gesichtsausdruck sehen, dass du bereits alles weißt. Ich werde versuchen, sie zu vergessen. Ich bin ihrer nicht würdig. Sie weiß bestimmt nicht einmal, dass ich hier bin. Aber trage zuerst dieses Parfüm auf. Was? Parfüm? Ist das ein Befehl? Tut mir leid, aber ich glaube, so starkes Parfüm zu tragen, widerspricht dem Verhaltenskodex der Ritter Lutheras. Was soll man da jetzt Musik noch sagen? Musik hat die Macht, dein Herz zu heilen. Moment, ich soll jetzt das Parfüm benutzen? Wieso soll ich das Parfüm jetzt benutzen? Verwenden. Oh Gott, läuft die mir jetzt hinterher? Natürlich kannst du so viel Parfüm auftragen, wie du willst. Du bist schließlich Lutheras Schwert. Dein Geruch ist nur von geringer Bedeutung. Was wichtig ist, ist ein ritterlicher Ruf. Ein angenehmer Duft liegt in der Luft. Dieses Parfüm, es ist so elegant. Wie gemacht für einen galanten Mann. Du meinst, du hast das von Eiter im Gemischtwarenladen? Nun gut, ich werde das Parfüm kaufen und auftragen
und morgen versuchen, ein Gespräch mit ihr zu beginnen. Danke für deine Weisheit. Okay. Habe ich das eigentlich schon mal benutzt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah doch, das ist das hier. Mache ich da auch noch einen Punkt rein. Was macht das denn überhaupt? Moment. Erzeugt Eispfeile. Angriffsgeschwindigkeit. Spezialanzeige. Abklingzeit. Machen wir mal die Abklingzeit rein. So. Dann haben wir noch drei übrig, mit denen wir natürlich nicht viel anfangen können. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal nicht... Was ist das hier, dass man hier immer wieder so komisch hängen bleibt? Ich begreife es nicht. Ich begreife es gerade wirklich nicht. Sprich mit der Bardin. Lied der Rückkehr. Okay, das machen wir doch nochmal eben. Sei gegrüßt. Bist du auch wegen der Portalstatue hergekommen? Die Portalstatue? Oh, also wusstest du nichts davon. Es muss Schicksal sein, dass wir uns heute getroffen haben. Diese Statue ist für Abenteurer wie dich absolut notwendig. Ich will es dir erklären. Sie ist eins der Vermächtnisse, die von den Lazenit in Akesia hinterlassen wurden. Wie der Name schon sagt, hat die Statue die Fähigkeit, dich zu sich zurückzuholen. Ich werde dir beibringen, wie man sie nutzt. Zuerst musst du sie berühren. Ja, ich denke... Sehr gut gemacht. Du kannst nun immer wieder an diesen Ort zurückkehren. Nun bringe ich dir das Lied der Rückkehr bei. Spiele dieses Lied und du kehrst zu der Portalstatue zurück, die du als Rückkehrort festgelegt hast. Beachte aber, dass du nur einen Rückkehrort auf einmal festlegen kannst. Aber du kannst deinen Rückkehrort so oft ändern, wie du willst. Wenn du ihn ändern willst, gehe einfach zu einer Portalstatue auf einem anderen Ort und berühre sie. Du wirst schon irgendwann einen Ort finden, der sich wie ein Zuhause anfühlt. Ah, es ist wirklich schön, dass der Markt voller lachender Leute ist. Na los, hab ein bisschen Spaß. Okay, dann machen wir, was ist das denn hier? Elins Segen. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit, also das ist quasi Buff-Food. Das tue ich mal mit nach hier unten. Und wir haben schon wieder einmal... Was haben wir da beim letzten Mal gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Das mit den 20% auf jeden Fall. Hier, Schattenjägerin. Ach so, Schattenjägerin. Zauberin? Wird Magieverstärkung ausgelöst. Abklingen normaler Fertigkeiten minus 50%. Die aktiviert magische Freisetzung, aber Schaden von Fertigkeiten außer Erwecken und plus 8%. Gehandelt werden. Das heißt, die anderen kann ich gar nicht benutzen mit ihr, so wie ich das jetzt verstehe. Dann würde ich sagen, dass wir hiervon jetzt erstmal zwei öffnen. Das ist ja jetzt doof. Das wusste ich selber gar nicht. Na gut. Ja, man kann halt... Man lernt halt nie aus. Man muss immer wieder was Neues dazulernen. Ich würde sagen, dass ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut mache. Und dass ich den Rest der Story dann in der nächsten Folge mache. Bis dann. Ciao.